So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und das wird das Video werden, denn wir werden aufsteigen auf Level 50, hoffe ich, wenn wir es schaffen. Ich bin noch total aus dem Wind. Eben habe ich noch gestreamt auf der Suche nach dem 100% Mewtwo. Ich habe Teil 1 gemacht, 3-4 Stunden lang, Teil 2 gemacht, Teil 3 gemacht, Teil 4 gemacht, Teil 5 gemacht. Selbst Teil 5 im Stream ging 6 Stunden. Wenn ich nicht gestreamt habe, habe ich genauso YouTube gesucht. Ach, Mewtwo gesucht. Ihr seht, ich bin komplett von der Rolle. Vorhin gedacht, war es ein 100er? Geil. Ach, verguckt ist doch was ganz anderes. Mir ist schon das Herz in die Hose gerutscht. Und jetzt, wo ich im Reden war, gar nicht drauf geachtet habe, stand es da, das 100% Mewtwo. Das habe ich jetzt auch gleich hier beschriftet. Das heißt einfach jetzt Mewtwo 783%, weil es 783 Raids gebraucht hat, bis das 100er kam. Und das ist schon heftig. Andere, die haben bei 15 Raids 200er und ein Shundo und irgendwas. 783 ist auf jeden Fall heftig. Habe ich jetzt so benannt. Werde ich irgendwann dann mal pushen. Jetzt heißt es natürlich Raids machen mit Mewtwo. Weiterhin für XL-Bonbons. Und ich möchte jetzt meinen Level abmachen für Level 50. Da ist nämlich noch eine Aufgabe übrig. Hier GBL Rang 10 haben wir gemacht. Habe ich gestern hochgeladen. Also ich stehe jetzt hier am Freitag. Muss schon vorausdenken, dass ich am Freitagnachmittag das GBL-Video hochlade. Jetzt an einem Tag rede, wo das Video online kommt, was dann vielleicht am Samstag kommt und ich am Samstag so rede, als wäre das gestern, obwohl das ja heute und auf jeden Fall sehr kompliziert. Ihr seht, verschiedene Aufgaben sind erledigt. Die 999 fabelhaften Würfe, sonst was. Besiege dreimal einen Team Go Rocket Boss nur mit Pokémon mit 2500 WP oder weniger. Ist noch einmal da, möchte ich jetzt machen und dann kommt das Level ab. Dazu stelle ich euch aber mal hier aufs Auto, ne? Einfach ein fremdes Auto suchen, draufstellen, fertig. Spaß, ist natürlich meins. Jetzt haben wir hier die Sierra an dem Stop. Das ist das Gute, die ist sogar hier an dem Homestop. Das heißt, wir lösen den Rocket Radar ein. Wenn wir 2500er WP Pokémon haben wollen, sind das ja eigentlich die, die in der Hyperliga immer mitspielen. Das heißt, ich gebe mal Triple H ein. HHH ist für die Hyperliga, MMM für die Meisterliga, SSS ist für die Superliga. Nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt. Wir packen vorne direkt mal einen Lucario rein. Auf genau 2500 ist, glaube ich, ein 98%iges Shiny Lucky Lucario. Hat auch zwei Charge Moves, also Steigerungshieb und Spukball, glaube ich, dabei. Was vielleicht sonst noch cool wäre. Normalerweise besteht mein Team immer aus Giratina, Lapras und Machomai. Aber das Machomai brauche ich jetzt ja nicht, wenn ich das Lucario reinnehme. Normalerweise in der GBL packe ich Giratina vorne rein, fange damit an, locke Schilde raus. Die haben jetzt auch Schilde, da nehme ich jetzt natürlich das Lucario statt das Machomai. Nehme mal die Konstellation, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ist auf jeden Fall alles 2500 oder weniger. Wir fangen mal an zu kämpfen. Guck mal, ihr müsst ja Carnivania haben. Vom Typ Unlicht. Das heißt, Unlicht müsste eh schwach sein gegen Kampf. Hier, 1, 2, 3. Pff, da ist das Ding schon tot. Also das ist ja richtig genial. Jetzt, wenn wir den Move voll haben, machen wir natürlich auch gleich den Move. Wir müssen nämlich die Schilde rausloggen, dass wir irgendwann mit einer richtigen Spezialattacke einfach draufhauen können. Zack, Steigerungshieb abgewehrt. Sie hat hier noch einen Geist hat sie hier, okay. Könnte man jetzt irgendwas anderes nehmen, mache ich aber nicht. Ihr seht, es dauert eh ein bisschen, dann kann ich angreifen. Sie ist halt sehr stark gegen mich. Aber ich lasse das Lucario so lange drin, bis der Gegner tot ist. Nicht sehr effektiv. Ja, wir hätten jetzt auch natürlich mal so einen Lapras nehmen können oder irgendwas. Lapras wäre wahrscheinlich die bessere Wahl dann dagegen. Oder vielleicht auch hier Drache, Unlicht. Ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt mal das Lapras aus. Ich habe keine Ahnung. Macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Aber es macht hoffentlich auch keinen Schaden bei uns. Wir haben ja zwei Schilde übrig. Wir probieren mal das eine Schild.
habe ich mir gerade ein Bier aufgemacht im Stream zum Feiern, weil die Leute gesagt haben, mach jetzt Bier auf, los, hol dir Bier, das muss gefeiert werden, 100er Mewtwo. Aus Deutschland sogar. Also hier, Server drauf, ist auch nicht wirklich effektiv, egal. Dann werde ich den jetzt so runterbashen, werde den Charge-Move mitnehmen. Und egal, was er jetzt als letztes hat, Hundemon, mach mal meinen Eisstrahl drauf. Obwohl bei Feuer natürlich Wasser sinnvoller gewesen wäre, aber das checke ich erst jetzt, wo ich schon die Attacke mache. Wir haben ja eh noch ein Schild. Und wenn wir es schaffen, können wir ja noch einen Surfer draufpacken. Ihr seht, der schafft es nicht mal, seinen Move zu machen. Also ist eigentlich eine ziemlich einfache Aufgabe, wenn man es so sieht. Da gab es schon Sachen, die waren deutlich schwerer. Beziehungsweise, was heißt schwer? Ja gut. Jetzt gab es natürlich auch die Aufgabe mit besiege halt 50 Rocket-Bosse, wenn man jetzt sagt, ja, das ist schwerer. Wenn ich doch aber einen mit ganz kleinen Pokémon besiegen kann, dann sind doch 50 mit starken Pokémon dann eigentlich nicht schwer. Das ist auch wieder nur langlebig. Und das ist genau das Problem, dass eigentlich nichts wirklich schwer war von den Level 50 Level-Up-Sachen, Herausforderungen. Ich glaube, von Level 40 bis 50 gab es wirklich nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt schwer. Es gab wirklich nur Sachen, die haben sich gezogen. Wenn ihr das anders seht, schreibt das mal rein. Viele Dinge musste man einfach immer warten. Jetzt gucke ich mal kurz, was das hier ist. Kanivanya. Okay. Das lasse ich mal stehen. Warum auch immer. Weil ich den Level absehen will. Das kann ich ja gleich noch mitnehmen. Level 50. Wir kriegen hier noch Jacken. Wollen wir gleich eine Jacke anziehen, ja? Rauch gibt's auch. Es gibt ein Glücksei. 5 Glückseier, die brauche ich sowieso. EP-Grinden ist immer hardcore. Guckt euch die EP sowieso mal an, die wir jetzt gerade haben. Wir haben jetzt 389 Millionen. Durch das ganze Mewtwo-Grinden ist da so viel hinzugekommen. Ich habe da 60.000 Poke-Coins ausgegeben, nur für Mewtwo-Raids. Sieht auf jeden Fall heftig aus. Individualisieren. Können wir jetzt nochmal hier reingucken. Haben wir da jetzt hier noch eine heftige Pose? Pose gab es, glaube ich, nicht. Ne, die Posen sind alle... Die gab es ja, glaube ich, bei genau Level 47. Die haben viele. Die kann man mal nehmen. Die hier sehr angeberisch. 43. Das ist die lasche, normale. Das hier, oh, ich habe einen Ball in der Hand. Ich glaube, die finde ich immer noch am coolsten. Die gab es damals, glaube ich, beim Ticket-Event bei der Spezialforschung mit Regigigas. Gab es diese Pose dazu, wenn man sich das Ticket gekauft hat. Das heißt, die hat nicht jeder, aber gut, jeder Level 50 hat sich bestimmt so eine Pose gekauft. Ansonsten, was können wir jetzt hier annehmen? Jacke gab es ja nur. Gucken wir mal durch. Pokémon Go Tour brauchen wir eigentlich auch nichts. Mützen. Jeder Plebo hat sich hier diesen Garados-Hut aufgesetzt. Ich möchte den nicht. Ich finde, das sieht total unästhetisch aus. Diese blöde Brille. Können wir anbehalten, hier das, damit ich voll mysteriös aussehe. Brille natürlich, dass man die Augen nicht sieht. Das finde ich auch richtig gay, das so Elton John Brille. Also nicht, dass Elton John gay ist, aber ich finde die Brille halt gay. Und braucht man nicht. Oberteile haben wir jetzt hier. Irgendwo vielleicht. Jacken, hier Jacken, guck. Zack. Schön, richtig schöne Bomberjacke hier mit lauter... Zeug drauf. Hier Team Go Rocket, Pokestops, Pokebälle, Meisterbälle, sonst was. Hier habt ihr die Orten, hier habt ihr die Raids, die legendären Raids, das Go Plus. Also Level 50 Jacke ist doch nett, aber ich finde, die sieht sogar noch ein Ticken besser aus. Ist im Prinzip genau dieselbe, oder? Ist auch hier so ein Reißverschluss mit Bändel. Jetzt muss ich nochmal zurückgucken. Ja, der ist auch. Mir gefällt dieses Oliv aber nicht. Das heißt, ich werde jetzt die hier dran packen. Die Level 50er Jacke. Jetzt sieht er nämlich aus wie so ein kleiner böser Dude. Und was ist damit? Man kann keinen Rucksack aufpacken oder was? Also egal, was du für einen Rucksack nimmst, du darfst auf der Jacke keinen Rucksack tragen. Ich habe aber eh meinen Gengar-Rucksack, den ich eigentlich sehr cool finde, den ich mal gekauft habe. Ansonsten haben wir hier noch Handschuhe. Können wir wahrscheinlich auch so lassen, wie es ist, oder? Sind das jetzt hier andere Handschuhe? Kronen-Schneeland-Handschuhe.
Ja gut, die sieht man ja eh nicht. Wir lassen mal die drin sind. Und Unterteile, können wir da jetzt noch was anderes nehmen? Gibt es vielleicht noch eine Hose? Eine Level 50 Hose? Nein, es gibt nur eine Plebbe Hose. Die nehmen wir natürlich auch nicht. Ich glaube, wir lassen die drin, weil ich das cool finde mit diesem Pokéball da dran und mit diesem Pikachu. Gelbe Schuhe. Also zu dem Outfit würden wahrscheinlich rote Schuhe besser passen, aber wir sind ja Team Gelb, wir lassen wahrscheinlich die gelben Schuhe. Oder gibt es noch was anderes? Wir haben irgendwie, man muss alles kaufen, außer das. Level 49, Alter, das, die machen euch doch automatisch zum, die packen euch da Springerstiefel rein und Bomberjacken. Was geht da ab? Wir packen das mal drauf. So sehen wir auf jeden Fall richtig gefährlich aus. Guckt euch das an. Ja, Oi Ramses, jetzt neu zum Basteln. Habe ich auf jeden Fall jetzt hier fertig. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Level 50 erreicht. Jetzt werden auch die Erfahrungspunkte nicht mehr angezeigt. Wenn jemand mit mir befreundet ist, steht einfach nur noch da Level 50. Und eigentlich müsste ich jetzt mein 100% Mewtwo anlegen, müsste das Maxen auch auf Level 50 ziehen und dann wäre das perfekt. Dazu folgt aber ein extra Video, denn ihr seht, da brauche ich noch ein paar Bonbons. Und wenn ich noch ein paar Bonbons habe, werde ich das alles umwandeln, werde das hochziehen. Das heißt, nach dem Mewtwo ist vor dem Mewtwo, also nach Mewtwo kommt wieder Mewtwo, denn ich muss einfach weiter raiden noch ein bisschen, dass ich dann noch ein paar XL-Bonbons kriegen kann. Und deswegen habe ich auch das komische Kanivanya nicht gefangen. Egal, das war's von meiner Seite aus. Seid ihr auch Level 50? Kennt ihr Leute mit Level 50? Oder habt ihr Leute bei euch in der Liste mit Level 50? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.